Es waren Tage des diplomatischen Tauziehens, doch das Ergebnis ist dürftig. Der Weltsicherheitsrat verurteilt die Gewalt in Syrien. In einer Erklärung kritisierten die Mitgliedsländer die Verletzung der Menschenrechte und die bewaffneten Übergriffe auf Zivilisten. Auf eine Resolution konnte sich der Rat aber nicht einigen. Deshalb können auch keine Sanktionen verhängt werden. Bundesaußenminister Westerwelle zeigt sich dennoch zufrieden. Die syrischen Truppen setzten ihre Offensive in der Stadt Hama unbeeindruckt fort. Seit gestern sollen mindestens 45 Menschen getötet worden sein. Der UN-Sicherheitsrat hat die Gewalt in Syrien verurteilt. In einer Erklärung forderte der Rat, die Übergriffe auf Zivilisten sofort zu beenden. Sanktionen wurden allerdings nicht verhängt. Das syrische Militär geht seit Sonntag wieder brutal gegen Demonstranten vor. Regimegegner sprechen von 140 Toten allein in der Stadt Hama. Trotz der brutalen Gewalt des Regimes, die Syrer stemmen sich weiter gegen Präsident Assad. Dieses Internetvideo soll gestern im Al-Midan-Viertel in Damaskus gedreht worden sein. Möglicherweise ein Anzeichen dafür, dass die Demonstrationen nun auch auf die Hauptstadt übergreifen. Mit dem Sturm auf die Protesthochburg Hama hat das Regime jedoch erneut gezeigt, wie es mit Widerstand umgeht. Bewohner berichten von Scharfschützen, die auf Zivilisten Jagd machen. Panzer in der ganzen Stadt. Im Weltsicherheitsrat hat dieser neue Höhepunkt der Gewalt nun doch zu einem Umdenken geführt. Der Sicherheitsrat verurteilt das syrische Regime wegen der weitreichenden Menschenrechtsverletzungen und der Gewalt gegen Zivilisten. Mit der Erklärung sind allerdings weder Strafen noch Sanktionen verbunden. An den Vetomächten Russland und China liegt es, dass es nur eine Erklärung, aber keine Resolution gegen Syrien gibt. Appelle allein werden wirkungslos bleiben, sagen Kritiker. Doch europäische Diplomaten finden auch Lobenswertes in dem Text. Wir hoffen natürlich, dass die syrische Regierung dieses klare Signal des Sicherheitsrates wahrnehmen wird. Wir haben dort Kernforderungen der Bundesregierung in Text festgehalten. Der humanitäre Zugang, die Verurteilung der Gewalt. Warten auf ein Umdenken des Regimes Assad. Die syrischen Demonstranten haben diese Hoffnung schon vor Monaten aufgegeben.